Hallo Markus. Hallo. Na, ich bringe mich in die Luft. Was sagst du jetzt? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Hexit. Hier am Minecraft Monday und in der heutigen Folge konnten wir weiter die Hölle, würde ich sagen. Das ist in der letzten Folge hingegangen, zum ersten Mal wieder in der Hölle. Was ist das hier denn Schönes? Was ist das denn hier? Wir haben hier, ach, das hatten wir schon, Antrieb, genau. Schon ganz vergessen über die Woche. Ich nehme es jetzt gerade am Sonntag auf, also relativ aktuell, würde ich sagen. Manchmal ja noch aktueller, dass ich das montags noch aufnehme. Ich überlege gerade. Das sind wir, glaube ich, da lang gegangen. Guck mal, hier sind umgekehrte Bäume. Das sieht ja auch geil aus. Einfach umgedrehte Bäume hier. Richtig cool. Okay, ich glaube mal, ich wollte da lang. Deshalb könnten eigentlich auch, bevor wir da hingehen, noch ein Flug. Nee, wir müssen uns noch einen Flugstaff holen. Das wäre noch ganz schlau, tut mir leid. Aber das muss sein. Ist ganz praktisch. So, das ist ja schnell gemacht. So. Dann gehen wir doch mal. Hier wollte ich eigentlich diese Folge gar nicht hin, aber so kann sich das ändern. Haben wir noch genug Sachen da. So. Genug Sachen haben wir auf jeden Fall da, um hier ein paar Flugstäbe zu machen. Kommt es gerade so vor, als hätte ich irgendwie FPS-Einbrüche. Egal. Ich kann da mal kurz so machen. Aber eigentlich müsste es gehen. Falls nicht, tut mir es leid. So, was haben wir denn alles? Ja, was, beziehungsweise haben wir denn alles? Was brauchen wir denn alles? Erstmal, das brauchen wir alles nicht. Die Sachen kann ich ja schon mal wegmachen. So. Auf jeden Fall Elektrik-Essenzen. So viel weiß ich noch. Und die hatten wir, glaube ich, auch im Rucksack gehabt. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hier nicht auf jeden Fall. Ich will auch ganz so viel Zeit jetzt verschwenden. Was brauchen wir? Wir brauchen das hier, wir brauchen Diamanten. Wir brauchen noch irgendwas. Ja, genau. Magic Essence brauchen wir ja noch. Magic Essence, aber davon haben wir auch genug hier. Da sind Electric Essenzen und dann brauchen wir noch Magic Essenzen. Und die hätten wir hier. Perfekt. Gut. Also wir haben ja echt schon jede Menge gefarmt an Sachen. Von daher passt das. Zack und zack, dann haben wir ein paar Stäbe. Dann dich weg, dich weg, dich weg. Und dann noch verzaubern. Unbreaking und. Ja, nur Unbreaking reicht eigentlich. Einfach überall mal Unbreaking drauf machen, weil mehr brauchen wir sowieso nicht für die Flugstäbe. Und dann hoffe ich mal, reicht das dann auch für die Hölle. Ich werde mich sowieso wieder verlaufen, ne? Also, wenn der Markus in die Hölle geht, dann endet es meistens damit, dass er dann irgendwo sich die Koordinaten raussuchen muss. Und dann irgendwie 5 Stunden unterwegs ist, bis er dann wieder das Höllenportal findet. Aber nur weil es sonst immer so ist, heißt ja nicht, dass es diesmal wieder so sein muss, ne? Nein. Die Sachen können wir eigentlich auch gleich weglegen, wie genau wie das und das. Die Hu kannst weg und du. Das kann ich mal hier lassen, weil euch würde ich sowieso abbauen. Und. Ja, okay. Dann geht's auch sofort weiter. Gar nicht viel Zeit verschwenden. Und ich kann mal so viel sagen, wegen Zeit und so, wie bin ich gerade drauf gekommen, warum auch immer. Wegen dem City War Projekt, ne? Was noch ein. Es wird nicht City War heißen, es hat auf jeden Fall mit City War zu tun, auf jeden Fall. Und wie es heißen wird, das kriegt ihr noch dann wahrscheinlich diese oder nächste Woche mit. Und in den nächsten Wochen, in den nächsten circa 2 Wochen, 1, 2 Wochen, wird es dann auch losgehen. Immer so am Rande. Und jetzt habe ich wieder total vergessen. Irgendwo da sind die Bäume, da wollte ich nicht, wollte ich hier hin. Wird es dann auch losgehen. Und da war eine Spinne. Die KI greift mich gar nicht an. Du bist ja lieb. Ah ne, es leckt gerade. Das hatten wir schon öfter gehabt mit den Flugstäben. Gucken, ob wir jetzt gleich tot sind oder. Besonders in der Hölle ist es immer wieder voll cool hier in Hexit. So, okay. So viel dazu. Oh, jetzt kommt wieder so ein Gas, weißt du, die Gas.
Die waren immer hier auf großen Auftritt zu machen, ne? Und danach. Wenn man, einmal, wenn man braucht ja echt nur einmal mit dem Bogen zu treffen, dann war es das ja schon für die. So. Und jetzt? Großer Auftritt gemacht, nichts dahinter, ne? Oh, wir kriegen sogar deine Tränen. So traurig ist er, guck mal hier. Zwei Tränen hat er da gelassen. Ich bin schon hier auf dem. Okay, ich hab da Gluting oder so. Ich meine, es gibt immer nur eine Träne. So, ich wollte nämlich sagen, ihr macht nämlich doch Schaden. Sofort. Sind nämlich doch gar nicht so lieb. Und ich wollte gerade die Sprint-Taste benutzen. Auch okay. Die gibt's ja hier noch gar nicht. Wir spielen ja hier in einer relativ alten, also nicht alten Exit-Version, das spielen wir in der aktuellsten. Aber Minecraft-Version ist, glaube ich, die 1.6.4. Und daher gibt es ja sowas noch gar nicht. Und da vorne ist Kobalt. Aber das ist ja eigentlich gar nicht unsere Mission hier in der Hölle. Wir sind ja wegen was ganz anderem hier, und zwar wegen den Witterknochen. Deswegen sind wir ja hier. Und ich hoffe, da finden wir noch was. Ich weiß gar nicht, ob's, wie das ist, wo wir die genau finden. Ob wir die jetzt irgendwo... Wo? Ja, komm weg. So. Einmal du weg. So. Oh. Da ist ein lila Schokobo. Das ist richtig selten. Oh. Das... Alter, das sind zwei Lila. Stimmt, das habe ich total vergessen, dass es die hier in der Hölle gibt. Oh, nee. Das habe ich total vergessen. So, warte mal. Muss mal kurz was machen. Was mit denen abkratzen? Ich glaube, die sind sowieso Lava-Resistenz. Feuerresistenz. Oh, geil. Aber ich habe jetzt bestimmt kein Güsel dabei, nie im Leben. Nee. Oh. Wo sind wir denn jetzt? Hier, da ist unser. Okay. Und hier ist, okay. Okay, die will ich unbedingt haben. Ich glaube, die können nämlich sogar fliegen. Ich glaube, diese Schokobos können nämlich fliegen. Und das ist jetzt mir gerade sogar wichtiger als die Ritter-Skelette. Die holen. Ach, weißt du, wenn man denkt, so man geht in die Hölle, da braucht man sowas wie Güsal, braucht man da nicht. Nein. Oh Mann. Voll die verplante Folge. Tut mir leid, dass ich jetzt wieder nicht das mache, was ich machen wollte. Aber ich finde das richtig cool, dass wir so Glück haben. Richtig cool. Wenn wir den. Ich hoffe, die spawnen. Wahrscheinlich die spawnen die jetzt. Oh, das wäre so ärgerlich. Komm, beeil dich. Oh, die Sounds werden wahrscheinlich so asynchron sein. Okay, Güsal. Das wäre jetzt richtig cool. Güsal, Güsal und. Da muss ich schon mal mehr mitnehmen. Ich nehme mal dich damit. Oh, das ist eigentlich sinnlos. Schokopedia brauche ich auf jeden Fall dann noch. Ist was da? Da ist Schokopedia. Dann brauche ich. Nur so ein Sattel brauche ich nicht. So. Ich habe bestimmt alles Güsal jetzt auf der Insel, ne? Sehr wahrscheinlich. Ah, Mist. Sieht schlecht aus. Sehe ich doch gerade kein Güsal. Und so wie ich mich kenne, habe ich das nämlich ganz drüben. Ja, okay, dann. Mal kurz gucken. Wie machen wir denn so einen Schokobo-Sattel? Leder, okay. Spinnnetze. Brauche ich das da noch? Das hier. Und eine Schokobo-Feder. Davon sollten wir genug haben. So. Mach mal bitte nochmal. So. Oh, richtig cool. Also wenn wir die jetzt bekommen, ne, dann bin ich glücklich. Dann haben wir nämlich was richtig cooles für unsere Zucht auch. So. Das hier. Das hier. Okay. Das hier mal wieder weg. Das hier, das hier. Ich habe jetzt kein Güsel, ne? Boah, ich muss jetzt mich echt beeilen, dass ich da jetzt wieder hinkomme. So. Dann wollen wir da lang. Richtig der Stress hier, ne? Da. Und wenn ich das jetzt noch mit dem Boot machen würde, wie ich ja eigentlich sonst immer gerne zur Insel gehe, dann würde es hier noch die ganze Folge wieder dauern. Oh Mann. Ja, voll aus dem Konzept gebracht hier. Ich habe gedacht, heute bin ich dann mal ein bisschen produktiv, ne? Und, Oh nee, bitte nicht. Nein. Oh geil. Ich habe es überstanden. Das Haus meine ich. Jetzt habe ich nicht keine Lust gehabt, jetzt noch zu reparieren.
So, du hast Güsel für mich. Komm. Als ob du kein Güsel hast. Och Leute. Also Güsel fällt es jetzt da aus. Na, wenigstens ein bisschen was. Wenigstens ein bisschen was. Okay, damit kann ich zwar nicht leben. Weil es nicht gerade viel ist. Aber es ist besser als gar nichts. So. Ich gehe gerade mal kurz gucken, ob in dem Wald dann noch irgendwas ist hier. An Güsel. Weil ja, wie gerne Güsel ist in so Gebieten. Hallo. Dich kennen wir ja noch gar nicht. Ach, ist hier noch. Ach doch, das ist dieses andere Dorf, ne? Jetzt gehen wir gerade hier hin. Auf der Suche nach Güsel, ne? Dann, wenn man welches braucht, ist natürlich kein Star und man hat auch nicht genug angebaut, ne? Hallo Fuchs. Ja. Ach, scheiße. Ja, hier bringt so nichts. Das bringt immer sogar. Oh doch, da ist Güsel. Immerhin. Das eine könnte entscheidend sein später. Für uns. Und hier. Vielleicht ist in der Truhe Güsel. Dir. Auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die Hölle. Richtig hier am Stress machen, oder? So, aber dank der Flugstäbe geht das ja alles super schnell. Stell dir mal vor, das müsste ja alles ablaufen. Ich war so gar keine Lust zu. Mal kurz mal hier. Auch sehr interessant aus. Und aus. Fuchs, Creeper, Zombie. Sehr interessante Konstellation hier. Okay. Hilft nichts, wir müssen jetzt wieder weg. Oh, Güsel. Hier ist viel Güsel. Okay, geil. Okay, jetzt sollten wir genug Güsel haben. Weil, ich weiß nicht, wie viel, ob die jetzt irgendwie mehr brauchen oder so, ne? Keine Ahnung. So, und da hinten noch. Oh, ich bin bestimmt gerade schlecht, ne? Von dem ganzen hin und her in diesem schnellen Tempo. Was soll's? Ich hab's gleich geschafft und ich hab's auch gleich geschafft. Mir macht es nämlich genauso wenig Spaß wie ihr, dieses hektische. Aber ich wollte ja keine 50-Minuten-Folge machen für sowas. Oh Mann, dann werden wir noch eine Folge Minimum brauchen, um an dieses Skelett zu kommen. Minimum. Okay. So, wie war das? Dahin, okay. Wir sind hier um die Ecke geflogen. Und dann dahin, ja. Oh, und sie sind noch da. Wir haben zwar wieder gerade so ein bisschen kleinen Leck. Okay, wir müssen jetzt wieder gehen, warte mal. Okay. Geil, sie sind noch da. Ob wir jetzt diese Lieder Schokobus bekommen oder ob jetzt noch ein Gas kommt und sie beide tötet, das erfahrt ihr in den nächsten Sekunden, würde ich sagen. Ja. Yeah. Und du bist sogar... Ah ja, genau, sie sind auch noch männlich und weiblich. Wie, was habe ich denn bitte für ein Glück? So, Güsel hat auch gereicht. Nice. Du kriegst einen Sattel. Du kriegst einen Sattel. Und jetzt sag mal, kannst du fliegen? Oh, du kannst fliegen. Ja. Oh, wie geil. Ey, ich habe mein Ziel erreicht, ne? Guckt mal, Leute, hier. Lila Rüstung, lila Schokobo. So läuft das, ne? Jetzt sind wir in der Hölle, kann uns nichts mehr passieren. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Das ist cool. Ich hole mir schnell noch deinen anderen Kollegen. Oh, ich bin gerade richtig glücklich. Also, so viel Glück zu haben. Ihr müsst wissen, also, für die Leute, die Hexit spielen, die wissen das auch wahrscheinlich. Diese Schokobos ist das seltenste, würde ich mal sagen, was man hier in Hexit bekommen kann. Also, jetzt mal. Doch, ich würde sagen, hier das, also das seltenste, was man in Hexit wirklich mal sich so erarbeiten kann, sind diese lila Schokobos, weil da muss man echt Glück haben, dass man die findet. So. Ihr mir jetzt nicht abhaut. So. An sich könnte ich euch erstmal hier halten, ne? So. Erstmal vielleicht so ein kleines Gehege bauen. So einen kleinen Abschnitt zumindest. Das Gehege ist übertrieben, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. So ein kleines, so eine kleine Abgrenzung einfach. So. Keine Ahnung, einfach mal so ein bisschen, dass es so ein bisschen nach eingezäunt aussieht, weil, gut, sicher ist anders, ne? Sicher sind sie jetzt auch nicht vor. Nein, 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 nein. Aber die, ich habe Schaden, genau, ich habe Schaden bekommen, aber mein Chocobo hat natürlich keinen Schaden bekommen. Und die haben, ich glaube, die haben doppelt so viel Leben, kann das sein? So. Würde ich da durchgehen? So. Ich müsste man ja auch aus der Hölle bekommen. Rein theoretisch, oder? Man
teleportet sich ja immer mit denen. Okay. Ich würde sagen, wir probieren es mal mit einem, dass wir eins in Sicherheit bringen. Kann ich dich mit teleporten? Ja, yeah, teleporten. Ich habe gerade ein richtiges Problem, ne? Wie bringt man die denn bitte aus der Hölle raus? Dafür gab es eine ganz einfache Erklärung. Ich glaube, man muss mit diesen Türen arbeiten. Damit informiere ich mich in der nächsten Folge damit. Und jetzt in der Folge gehen wir noch ein bisschen auf Suche, würde ich sagen. Warte mal. Dann mache ich denn das doch noch ein bisschen besser. Ich habe nämlich keine Lust, dass die dann weg sind. So. Ich finde es so geil, wie wir hier Netherrack abbauen können. Richtig cool. So. Zack. Guck mal, wir können einfach durchlaufen, ne? Wir können sogar durchsprinten hier. Richtig geil. So. Ups. So, dann kriege ich auch noch ein bisschen Abwechslung. Machen wir hier noch so hin. Eine Mauer. Sie werden wahrscheinlich auch drüber springen können, aber einfach nicht, dass sie sich irgendwie gegenseitig in die Lava runterstoßen. Das machen die Minecraft-Mobs sehr gerne. Solche Aktionen. So, hier. Und dann kann sowas schon mal noch passieren. So. Und hier dazu. Okay, dann würde ich sagen, haben wir in dieser Folge auf jeden Fall schon mal was erreicht, ne? Richtig cool, also damit hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet. So. Und dadurch werden die wahrscheinlich eh nicht gehen, aber ich kann immer so eine Begrenzung hier drumherum machen. So. Viel Spaß euch beiden, ne? So, da wollte ich nicht, wollte hier lang gehen. Ja, dann wäre ich in dieser Folge einfach woanders lang gegangen, dann hätten wir die auch nicht gefunden. Ach ne, ist sie wieder im Garsten? Ist ja süß. Oh, hallo. So. So, komm. Yep. Komm. Ach so. Ist ja süß, oder? Ist ja süß. Okay, Klaus, und brauchen wir eigentlich keinen abzubauen. Da unten ist noch das, was wir mitnehmen können. So. Hallo. Mann. Ich bin gerade so, als hätte ich jetzt in einem Fluss durchgesprochen und einfach so voll hektisch wäre ich. Was hat denn der denn gerade für ein Grinsen? Genau, guckt euch mal dieses Grinsen an. Oh. Hey, versau mir doch nicht gerade mein Creeper-Moment, ja? Da finde ich einmal in meinem Leben Creeper cool, ja? Und dann machst du mir das kaputt. Richtig uncool. Oh, nee. Ihr seid richtig uncool. So, kommt. Okay, kommt. Genießt einfach diesen Blick, oder? Von diesem Creeper. Hallo Markus. Hallo. Na, ich bringe mich in die Luft. Was sagst du jetzt, ey? Schade. Er sah sehr lieb aus. Auch wenn er sich wieder selbst umgebracht hat. Aber er sah sehr nett aus, oder? Ich fand ihn sehr nett. Oh, das sind noch mehr von denen. Aber ihr seid, es ist einfach nicht dasselbe. Es ist einfach nicht dieselben. Oh, ich gehe so gerade so tief in die Hölle, ne? Ist gar nicht mal so so klug, glaube ich. aber egal. Und so tief unten bringt das wahrscheinlich eh nichts. Wir werden mal hier lang gehen. Ich bin immer super gespannt, wie die Lösung ist, wie man die aus der Hölle rausbekommt. Was ist deine Mission? Was war das denn? Okay. Ist hier irgendwas erkennbar, wo man sagt so, hey, da könnte man hin. Gibt es hier Battle Tower? Weil guckt euch mal an, was das da ist. Also das, was ihr gerade oben auf der Minimap seht. Und irgendwo hoch, ja. Sieht nämlich äußerst interessant aus. Aber irgendwo, dass man irgendwo reinkommt, ist auch nicht, ne? Na, hier breche ich mal durch. Nee, sieht nicht so aus. Dass man irgendwie hoch geht, ne? Das kann natürlich auch sein. Ich komme schon runter einfach. Ob da irgendwas kommt. Na gut, ne? Da kann ich auch runterfliegen. Ne, wenn, dann ist es anscheinend oben. Okay. Und spätestens jetzt habe ich gar keine Orientierung mehr. Doch, da sind wir. Okay. Aber es sieht nicht nach einer Dungeon oder sowas aus. Was ich so erkennen kann. Aber ich glaube, das Schwarz ist einfach die Decke vom Nether. Oh, was ist das denn? Das sieht auch sehr wertvoll aus.
Ich schwimme einfach in der Lava, weil ist eh egal, ne? Okay, ich habe eins bekommen. Ich glaube, die Rüstung, die leidet auch nicht so drunter. Außer mein Brustpanzer, der ist gerade ein bisschen geschwächt, aber wir haben auch wieder die Level dafür. So. Da ist irgendwo wieder ein Gas, den ich höre. Oh, da vorne, warte mal, können wir gleich mal ernten, was wir uns da gerade erfarmt haben. Ach komm. Oh, du hast mal was überlebt von mir? Hast du denn das angestellt? Süß. Ich finde sie immer wieder putzig, wie sie sich aufspielen. Oh. Also, oh ja, genau, gleich zwei von euch. Okay. Wollt einen Netherkampf hier, ne? Also die großen gehen eigentlich noch, aber diese kleinen, ne? Guck mal, wenn ich einmal so ein Pikmin hau, habe ich gar keine Lust zu. Voll der komische Kampf. So, was bist du denn? Ach, okay, cool. Cool, cool. So. Sieht richtig. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wie ich hier am besten vorgehen soll, dass ich irgendwas finde. Wie mache ich denn das am besten? Ach nö. Nö, auf diese Spinne habe ich jetzt gar keine Lust. Ich gehe wieder. Einfach hier netter einfach reingehen zur Wahl, das bringt wahrscheinlich auch nichts. Was ist das denn? Sieht aus wie Sulzend, nur in Orange. Headsand, was kann man denn mit dir machen? Wow! Oh! Ja gut, was baue ich dann eher? Baue ich jetzt diesen Headsand ab oder baue ich Soulsand ab? Schwere Frage auf jeden Fall. Hier mal ein bisschen Soulsand mit, kann eigentlich nicht schaden. Aber dieser Headsand ist ja halt eigentlich total, außer wenn man den zum Bauen nutzen will, sonst ist er sinnlos, ne? Ein bisschen. So, Levelprobleme haben wir jetzt eigentlich auch keine mehr mit der Hölle. Ich weiß nicht, warum habe ich da nicht von früher dran gedacht, ne? Ich verstehe es nicht. Weil wie ihr wisst, Netherquarz ist der beste Ohr, um EP zu sammeln. Aber das wissen wahrscheinlich schon die meisten von euch. Ich habe gar keinen Plan jetzt, wie ich es am besten mache, ne? So, von der Skala von 1 bis 10 so gar nicht, ne? Würde ich mal spontan sagen. Ich bin froh, dass ich noch genug Stäbe gemacht habe, weil ohne Stäbe wäre das sowieso sinnlos gewesen. Okay. Dieser Kampf bringt mir nichts. Okay, die Rüstung nimmt auf jeden Fall Schaden. Ich muss meinen Brustpanzer unbedingt reparieren, wenn der nicht kaputt gehen soll. Unbedingt. Okay, also hier haben wir schon mal nichts. Wirklich, dass dann oben irgendwie was ist. So einer Dungeon. Aber leider auch gar keinen Plan von. Kann man hier hochgehen so langsam. Wir bauen uns einfach mal kurz eine Treppe hoch. Würde ich sagen. Unsere Spitzhacke, die hält ja einiges aus. Und dann, ihr seht ja, über uns ist gerade sowas. Und vielleicht müssen wir uns einfach ein bisschen hochgraben, um an diese Witter-Skelette zu kommen. Ich weiß nicht, was das ist. Kein Plan. Okay, jetzt ist auf jeden Fall wieder diese andere Santa, dieses... Okay. Auf jeden Fall, was auch relativ sinnlos ist wahrscheinlich. Oder kann man dich für irgendwas benutzen noch? Ne, für selber, okay. Also dann sind die wirklich relativ sinnlos. Also ich würde gerne aus dieser Sandfarm hier rauskommen. Du bist jetzt nur noch hier raus. Gut, warum nicht, ne? Auf jeden Fall, es sollte jetzt in der nächsten Woche, entweder in dieser oder in der nächsten Woche, kommt auf jeden Fall der Trailer zu dem neuen Projekt. Und den werde ich machen. Ich hoffe mal, der wird dann gut werden. Ich habe bis jetzt nur so grobe Vorstellungen gehabt. Und jetzt kann ich mir schon so ungefähr vorstellen, wie ich das machen möchte. Und ich bin dann super gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Aber noch mehr bin ich dann natürlich drauf gespannt, wie das Projekt dann wird. Ah, okay. Da ist Bedrock. Irgendwie gibt es einen Trick, wie man hier rauskommt. Das habe ich mal gesehen. Ich frage mich, was dann hier... Ah, guck mal hier. Es gibt diese Ausgänge einfach so. Okay, und das sind diese Dinger hier. Okay, wir sind jetzt quasi an der Oberwelt der Hölle. Hier ist ein Höllenportal. Würde mich auch interessieren, wo wir da rauskommen. Okay, also hier ist einfach nur so eine Oberwelt von der Hölle. Das bringt uns wahrscheinlich relativ wenig, weil... Obwohl, hier ist auch noch ein Mob. Aber ich glaube kaum, dass hier noch großartig was spawnt. Ich kann dich mal töten. So.
Ich glaube kaum, dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen haben wird. Auf die anderen. So. Ich glaube nicht, ne. Wollen wir mal ausprobieren, wo wir da rauskommen, oder? Ja, komm, selbst hier oben seid ihr. Nö. Nö. Ja, wir kommen einfach irgendwo in der normalen Welt raus. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Gut, dann würde ich sagen, ach, gehen wir wieder runter. In die Hölle. Und dann suchen wir nächste Folge weiter. Ich guck mal, wo denn diese Skelette nochmal auftauchen. Das gucke ich einfach mal bis nächste Folge so, wie ich gucke, wie wir mit den neuen Schokobos hier rauskommen. Und es ist einfach super Glück. Guck mal, es hätten auch einfach zwei Weibchen, zwei Männchen sein können. Aber es sind sogar Männchen und Weibchen. Das heißt, wir haben lila Schokobos, so viel wir wollen. Richtig cool. Und also die Folge hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn wir nicht das erreicht haben, was ich jetzt speziell haben wollte. Und seid ihr böse auf mich, weil ich euren Kollegen oben getötet habe? Nö. Cool. Wenn die wüssten, ne? Wenn die das wüssten. Wo ist denn unser Zuhause? Da lang. Okay. Dann fliege ich mal wieder bis zu unserem Punkt nach Hause. Oder lass es bleiben. Nein, irgendwie anders. Wenn es irgendwo hier einen Weg ergibt. Nein, hier kommt auch nicht. Okay. Aber irgendwo gibt es bestimmt einen Weg, wie wir da hinkommen. Hier auf keinen Fall. Es muss halt mal einen Weg geben, fällt mir auf. Weil ich habe mich ja so oben komisch drüber gegraben. Oder gibt es irgendwie einen Weg? Hm. Vielleicht gar nicht mal. Auf jeden Fall haben wir ein paar Ohren, die wir abbauen können. Ich würde sagen, wir bleiben dann erstmal hier. Und hier sieht es nämlich gerade ganz freundlich aus. Und dann informiere ich mich mal für die nächste Folge, wie es dann aussieht mit den Schokobos. Und wie es dann aussieht mit den Widder-Skeletten. Ich riskiere mal kurz was. Boah. Ich glaube, so kommen wir nämlich doch besser hin. Diese unteren Teile. Boah, als Rüstung, ne? Oh. Hallo? Wer war denn das gerade? Ja, Markus, flieg einfach noch weiter weg. Das ist eine gute Idee. Ist nämlich da lang. Aber ich meine, warum nicht, ne? So. Ich komme immer so auf zu einem, als wenn sie was Böses wollten, ne? Und dann machen sie einem doch nichts. Mann. Ach komm, Leute. Immer wieder der Kaputte, ne, der immer wieder zu mir kommt. Warum nicht? Okay, ich komme näher. Ich komme näher. Aber dass ich mich schon ausdocken wollte, war es schon ganz gut, ne? Also, sind gut dabei. ja doch, komm. Wir würden sagen, ich beende jetzt die Folge hier einfach. Ich hoffe, nächstes Mal finden wir vielleicht auch die Witter-Skelette, weil das wird mir viel bringen. Und dann müssen wir nicht hier ewig durch die Hölle rumirren. Das hat auf jeden Fall ein paar Vorteile. Und auch ein paar Vorteile, wenn ich mich nicht immer weiter entfernen würde von dort, wo wir herkamen. Weil vielleicht muss ich das ja gar nicht, um dann an die Skelette zu kommen. Vielleicht muss ich das nicht. Das wäre natürlich super. Hier so nochmal ein umgedrehter Baum. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche. Ach, mir fällt auch auf, dass wir, wenn wir uns einfach verlaufen, können wir uns einfach über die, einfach nach oben graben, Höllenportal anmachen und dann quasi von dort aus dann wieder, also in die normale Welt gehen, von dort aus dann wieder in unser Zuhause porten. Also das sollte kein Problem sein. Gut, dann ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns dann diese Woche noch in Outlast oder in einem anderen Horror-Let's Play, je nachdem, wie ich das dann mache, wie ich Lust drauf habe. Und bis dahin, ciao, euer Mystery. Schaut bei den anderen vorbei, die so bei dem Projekt mitmachen werden. Ich kann euch ja schon mal sagen, Tilo wird auf jeden Fall dabei sein. Habe ich auch schon letztes Mal gesagt, die aus dem alten Projekt dabei sind. Schaut euch ein bisschen um. Schaut auch mal nächstes Mal auf meinem Kanal öfter vorbei, wegen dem Trailer oder so, je nachdem. Und ihr werdet noch genug Infos bekommen, die Tage. Gut, wieder viel gelabert am Abspann. Und damit habe ich mein Ziel erreicht. Und bis nächste Folge. Ciao, euer Mystery.